Ja, was geht ab, Freunde? Ich begrüße euch zum nächsten Video. Ich lade hier gerade den Podcast online, wieder kurz vor knapp. War auf jeden Fall meine Erfahrung, mit der Hand im Mund behandelt zu werden beim Osteopathen. Denn ich habe hier immer seit Monaten oder Jahren schon fast den Schulterblattheber verspannt. Werde mir demnächst nochmal einen Termin beim Orthopäden geben lassen, denn der Sache muss man natürlich auf den Grund gehen. Das letzte Video kam bei euch ja extrem gut an, wo ich euch meine Einheit aus dem Overreaching gezeigt habe, sprich Training bis ans Muskelversagen in meiner Trainingswoche 4. Das gleiche mache ich heute mit meiner Pulse-Session. Boah, aber ich bin voll im Arsch. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber momentan viel zu tun, viele Neuigkeiten, Schlaf wird kürzer, also richtig viele neue Reize sind in meinem Leben. Von daher muss ich natürlich schauen, trotzdem meine Leistung im Gym zu erbringen, weil das ist das A und O. Koffein schiebe ich jetzt schön rein, ich glaube so um die 300 bis 400 Milligramm und dann sehen wir uns gleich schon im Gym.
Es ist Samstag und ich habe gestern das allererste Mal an der Pendulum Squat bis zum Muskelversagen trainiert. Anders mies gegrindet und dementsprechend fühle ich mich heute irgendwie so, als wäre ein Traktor über meine beiden Beine gefahren. Richtig lost, aber ich habe jetzt erstmal ein paar Tage Zeit, um wieder zu regenerieren, denn der Deload steht an. Ich hatte auf Instagram übrigens schon geteasert, worum es bei der Neuigkeit geht. Und zwar warte ich gerade noch auf das nächste Paket von meinem Sponsor. Und sobald das Paket eintrifft, werde ich unverzüglich ein Video aufnehmen und auf YouTube hochladen, wo ich euch dann meinen Sponsor vorstellen werde. Wenn das gleich passiert, also jetzt nachmittags, dann kommt das Video natürlich schon am Samstag online. Ansonsten dann in den nächsten Tagen, spätestens eben Montag oder Dienstag. Also seid gespannt, lasst ein Abo auf diesem Kanal da. Ich bin echt gespannt, was ihr zu meinem neuen Sponsor sagen werdet. Stay tuned und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, peace out.